Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars The Old Republic, ein schon sehr altes MMO, da ich früher auch gerne World of Warcraft gespielt habe und eigentlich dieses Spiel fast an mir vorbeigelaufen ist, habe ich mich jetzt mal an diese Thematik herangetraut. Ich wollte an dieser Stelle einfach mal testen, wie es ist. Ich habe schon mit einem anderen Charakter einmal hereingeschaut und habe mir jetzt dann sozusagen so ein bisschen eine Storyline um unseren Mur Agir, einen Kommandosoldaten der alten Republik, der Republikstreitkräfte, der sozusagen hier dann im Spiel als Feldsanitäter bzw. als Sanitätsunteroffizier dementsprechend dort seine Abenteuer in dieser Welt begehen wird. Als Charakter habe ich ihn schon erstellt, ist in diesem Spiel ja nicht ganz so aufwendig wie... Jetzt werde ich zeigen, wie der Chaos-Trupp die Dinge regelt. Genau, der Chaos-Trupp. Ich würde sagen, ich möchte ihn gerne als Sanitäter spielen. Das heißt natürlich dann auch in den jeweiligen Events und Sonstiges. Werde schauen, dass es vielleicht ein bisschen auch RP angehauchter wird. Dementsprechend dann zu agieren oder zu interagieren, wenn andere Spieler dort dementsprechend mitmachen wollen. Dann würde ich jetzt einmal sagen, schicken wir unseren Sergeant Major in das Abenteuer. Oh. Zu viele Leerzeichen. Zu viele Leerzeichen, immer noch. Vielleicht geht das so. Dein Name muss vor und nach einem Leerzeichen mindestens... Okay, gut. Vielleicht haben wir jetzt hier... Vielleicht funktioniert das so. Ungültiger Name, zu viele Leerzeichen. Okay, schließen. Vielleicht kann man das so lösen. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig mit der Namensfindung. Ungültiger Name enthält ungültige Zeichen. Ah, okay, wunderbar. Und dann halt mit Bindestrich. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Dienstgrad halt dazu, weil er ja Angehöriger der Streitkräfte ist.
zumindest kenne ich mich auf dem Planeten Ortmantell ein bisschen aus schon, weil ich dort mit einem Schmuggler schon ein bisschen gearbeitet habe. Leert hast du, um fortzufahren? Ah, okay. Ah, okay. Okay. Ah, das sieht schon nach Ortmantell aus. Ah, die Videosequenzen sind halt wirklich, also der Hammer. Da bin ich. Förmliche Begrüßung. Wunderbar. Ach, es gibt in der ganzen Galaxis kein schöneres Gefühl, als einen 100 Tonnen schweren Kampfläufer mitten durch ein Kriegsgebiet zu steuern, oder etwa nicht? Naja. Wir nähern uns dem Dorf Brilliant, Sir. Die Zielvorrichtung zeigt leichtes Waffenfeuer und Feindbewegungen in allen Vierteln an. Die Separatisten rücken vor. Ein weiterer schöner Tag auf Ortmantell. Und? Schon aufgeregt? Wisst ihr... Ihr seid der erste Neuzugang im Chaos-Trupp seit langem. Ja, und jetzt natürlich die Interaktion mit den jeweiligen NPCs beziehungsweise mit den anderen Charakteren. Ja. Was haben wir denn hier als Möglichkeit? Ich bin bereit, meinen Teil zu leisten. Warum bin ich ein Neuzugang? Warum bin ich denn ein Neuzugang? Wieso hat der Chaos-Trupp mich aufgenommen? Auf Ortmantell ist einfach zu viel los. Die Verantwortlichen haben entschieden, dass wir noch etwas Verstärkung gebrauchen können. Ich bin Lieutenant Bex Kolas, aber im Chaos-Trupp nennen mich alle Schrauber. Unsere Einheit hält zusammen. Es wird euch gefallen. Ich verrate euch, weswegen wir hier sind. Die Separatisten haben eine republikanische Bombe von einem abgestürzten Transporter gestohlen. Eine gefährliche Bombe, so ein Orbitalschlagding. Wir wissen noch nicht, wo diese dreckigen Verbrecher sie versteckt haben. Sie werden von weiten Teilen der Bevölkerung unterstützt und haben überall Verstecke. Diese Bombe zu finden wird kein Kinderspiel. Ah, okay. Ja. Für den Chaos-Trupp ist keine Mission zu schwer. Ja, das schaffen wir. Habt ihr recht. Wenn die Bombe hochgeht, bleibt von dieser Insel nur noch ein riesiger Krater übrig. In Forganich bekommt ihr den kompletten Überblick. Jetzt lehnt euch zurück und... Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Wir wurden von einer PB-Rakete getroffen. Von einem Schulterraketenwerfer irgendwo im Dorf. Alle Mann fest! Oh je. Pilot! Pilot! Verdammt, er ist tot. Diese hinterwäldlerischen Separatisten dürften doch gar keine panzerbrechenden Raketen haben. Sie werden jeden Konvoi zerlegen, der hier durchkommt. Was sollen wir Wie tun? Geht es jetzt weiter, Sir? Reparaturen sind mein Spezialgebiet. Und ich bin als Kämpfer nicht annähernd so gut wie ihr. Ich bleibe hier und repariere den Kampfläufer. Ihr kümmert euch um diese Raketenwerfer. Verstanden? Jo, machen wir. Verstanden. Die Separatisten bewahren ihre Raketenwerfer wahrscheinlich in einem Lager im Dorf auf. Und dieses Lager ist ganz sicher schwer bewacht. Findet das Versteck, zerstört die Raketenwerfer und kommt im Laufschritt zurück. Verstanden, Sergeant? Sergeant Major, bitte. Ich kümmere mich darum. Viel Glück da draußen. Okay. Dann wollen wir uns mal umschauen, wie die... Gut. Okay, so. Ah, okay. Ortmantell. So, jetzt möchte ich gerne noch wissen... Kann man den Chat hier irgendwie ausschalten? Genau, okay. Den Chat aus, den braucht man nicht unbedingt sehen. So, jetzt schauen wir uns einmal auf der Karte um. Hier haben wir unseren Sergeant, den wir ansprechen müssen, der uns wahrscheinlich eine weitere Mission gibt. Dann begeben wir uns zu ihm und hier haben wir dementsprechend die Raketenwerfer-Depot, was wir dementsprechend angreifen müssen. Ah, okay. Dann huschen wir hier mal runter. Mich würde jetzt interessieren... Ja,
ob dadurch, dass ich ein paar DLCs gekauft habe. Okay. Hier gibt es auch so etwas. Ah, okay, gut. Neue Belohnung. Patrouillentautau. Okay. Jedi-Paket. Das kann ich, glaube ich, runterladen. Dann gehen wir mal kurz ins Inventar. Dann haben wir hier die dementsprechende Ausrüstung. Mal sehen, ob ich die bereits anlegen kann. C und I. Kann ich die bereits anlegen? Ja. Die Stiefel. Und hier war, glaube ich, auch irgendwo. Jetzt sehen wir natürlich schon ein bisschen anders aus. Okay. Gut. Okay, dann stürzen wir uns hier mal rein. Wartet mal kurz! Hauptquartier! Hier ist die Frontaufklärung, bitte kommen! Hauptquartier! Mist, ich dachte, ich hätte sie! Tut mir leid, Soldat, wir haben etwas Ärger. Eure große Knarre käme uns zurzeit sehr gelegen, falls ihr bereit wärt, uns zu helfen. Eine Separatisten-Miliz hat das Dorf besetzt. Wir nehmen also keine Anfänger oder Bauerntölpel. Ah, okay. Die haben Experten mit erstklassigen Störgeräten. Damit behindern sie die Fernkommunikation von hier bis vor Garnik. Was können wir unternehmen? Habt ihr einen Plan, wie ihr das Problem lösen könnt? Ich schätze, mir bleibt nur eine Option. Euch um Hilfe zu bitten. Ich soll Informationen an dieses Dorf weitergeben. Aber wegen der Störung kann ich keine Meldung machen. Jemand muss die Störer der Separatisten ausschalten. Wenn ihr also sowieso ins Dorf wollt, könntet ihr das ja vielleicht für uns übernehmen. Wenn ihr die Störer der Separatisten ausgeschaltet habt, meldet euch hier. Ich werde sehen, ob ich etwas Ausrüstung anfordern kann, die euch nützlich wäre. Ah, okay, wunderbar. So, jetzt schauen wir einmal rein. Wir haben zwar jetzt keine typische Uniform mehr an. Ich würde sagen, wir haben hier noch ein Thys-Paket. Ah, okay. In dem Thys-Paket war, glaube ich, auch noch was Wichtiges drin. Glaube ich, sogar einen Helm. Strategische Allianzflagge. Okay. Rise of Huth. Ah, da haben wir einiges an Material. Wir schauen mal kurz ins Inventar. Da war, glaube ich, sogar noch ein Helm mit drin. War dort ein Helm mit drin? Nee. Körperrüstung. Ah, okay, gut. Okay, gut. Die Sachen werde ich dann dementsprechend einmal ausräumen. Was haben wir denn an? Wir haben den Hammerschuss auf der 1. Wir haben Ladungsschuss und Zelle aufladen. Okay. Des Weiteren haben wir Verstärkung. 60 Minuten lang um 50%. Und auf- und nachladen. Okay, gut. Dann stürzen wir uns hier mal ins Vergnügen. Hier wäre ja dementsprechend das Dorf. Okay. Wie wir sehen, sind wir hier natürlich dementsprechend schon ziemlich verstärkt. Wir visieren dich mal an und schauen mal, was wir hier können. Hier testen wir mal diesen Überladungsschuss. Ah, okay. Der macht dann halt eine stärkere Salve. Aufladen und feuern. Ah, okay. Okay, gut. So, alles, was diesen Streifen hat, dort ist dementsprechend Loot mit Credits und sonstigen. Wir schauen einmal auf die Karte. Da haben wir diese Terminals, die wir ausschalten sollen, damit wir dementsprechend hier die Möglichkeit haben,
Oh, da sind Separatisten drin. Ah, hier. Das sind diese Störsender, die wir für den Sergeant ausschalten sollen. Da haben wir das Delta zerstört oder deaktiviert. Denn des Weiteren müsste jetzt hier geradeaus auch noch einer sitzen. Der liegt hier drüben. Dadurch ist es dieser? Nee. Doch. Ah, okay, da ist er wieder. Dann schalten wir diesen noch aus. Wir müssen uns ja als Kommandosoldat nicht jedem Kampf anschließen, beziehungsweise jeden Kampf suchen. Klar, es ist natürlich fürs Level dementsprechend dann auch wichtig, dass wir auch dementsprechend aufsteigen. Dass wir hier dementsprechend den Feuerkampf suchen mit gegen die Separatisten, die Sympathisanten. Ah, da kriege ich dich da. Ja, kriege ich auf jeden Fall. Ah, hier wäre auch der nächste. Okay, wunderbar. Deaktiviert. Kehren Sie zum Sergeant zurück. Okay, das haben wir gut hinbekommen. Okay. Gut, wunderbar. Das heißt, wir haben diesen Auftrag abgeschlossen. Das finde ich gut. Schön, dass ihr heil zurück seid. Freut mich auch. Mein Trupp und ich sind euch etwas schuldig. Okay. Dank euch können wir die Störung durch die Separatisten überwinden. Jetzt können wir bald Bericht erstatten. Wunderbar. Hier, aus unserem Privatvorrat. Oh. Passt auf euch auf. Das hält. Naja. Okay. Wir haben auf alle Fälle ein paar Handschuhe bekommen. Das werden wir uns dementsprechend einmal anschauen. Wir schauen einmal an. Das wären diese Handschuhe, die sind Stufe 18. Armierung offen. Okay. Jedi Handschuh des Heldenmuts. Und das Prestige. Okay, gut. Wunderbar. Gut, den ersten Auftrag haben wir abgeschlossen. Der zweite fehlt sozusagen, dass wir das Raketenlager dementsprechend finden. Da würde ich auf alle Fälle sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich für das Interesse. Ich hoffe, es macht Spaß. Ich werde jetzt so Schritt für Schritt jetzt durch dieses Spiel einfach mit unserem Sanitätsunteroffizier dementsprechend durchverfahren. Vielleicht ergibt sich ja auch was mit anderen Spielern oder sonstiges. Ich bin einmal gespannt und sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.